Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben, für alle, die das Interview sehen bzw. hören werden mit Janina und mir. Es gibt ein paar Neuigkeiten, und zwar habe ich mir schon vor langem vorgenommen, dass ich nicht nur Experten und Expertinnen zu ihren bestimmten Themen befragen möchte, zu deren Herzenssachen, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Eltern auch Experten und Expertinnen für unsere Familien sind. Und finde es ganz spannend und auch ganz wichtig, dass wir als Eltern uns auch offen und ehrlich begegnen und eben vielleicht nicht nur über das gute Wetter sprechen und über eine schlechte Nacht, die wir hatten, sondern uns eben noch tiefgründiger begegnen und da einfach ja zum einen für sich selbst authentischer leben zu können. Und ich glaube, das bringt im Umkehrschluss auch relativ oder ziemlich viel Leichtigkeit mit sich, weil man sich einfach nicht mehr verbiegen muss oder irgendwas zurückhalten muss. Und zum anderen, glaube ich, bestärkt es auch einfach andere Mütter bzw. Väter, einfach selber Dinge im eigenen Leben anzugucken und da, wie soll ich sagen, und da einfach Dinge auch im Familienleben zu verändern. Und da kann man einfach bei sich selber anfangen. Jede Familie, glaube ich, kann da ganz, ganz viel für sich selbst tun. Und genau deswegen finde ich es sehr inspirierend, mich mit anderen Müttern bzw. Vätern zu unterhalten und freue mich heute über diese Premiere mit Janina, denn Janina ist meine Nummer eins, würde ich sagen, in diesen Podcasts und Interviews. Und wir haben uns kennengelernt, auch online tatsächlich in der Corona-Zeit, weil offensichtlich haben wir schon die Gemeinsamkeit, dass wir uns gerne mit anderen vernetzen. Und ich weiß schon so ein bisschen was über Janinas Weg, aber ehrlich gesagt noch nicht viel mehr. Und deswegen werden wir einfach anfangen mit dem Interview. Und Janina wird uns so ein bisschen über ihre Herausforderungen in ihrem Familienleben erzählen. Und wir werden jetzt einfach mit gutem Beispiel vorangehen und über uns und unser Familienleben sprechen. Und genau, Janina, da möchte ich dich erstmal herzlich willkommen heißen. Ich freue mich riesig, dass du auch den Mut aufbringst, ehrlich gesagt, so ein Interview mit mir zu führen. Wir haben eben schon im Vorgespräch gesagt, wir sind beide ein bisschen aufgeregt, aber das darf auch sein und das ist ja auch gut so bei ersten Malen, möchte ich es mal nennen. Und ich würde dich bitten, einmal so ein bisschen nur anzureißen, wie du lebst, wo du lebst, mit wem du zusammenlebst und dann werden wir danach so ein bisschen tiefgründiger einsteigen. Ja, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Wie du schon sagtest, mein Name ist Janina, ich bin 36, verheiratet und Mama von einem Dreijährigen. Und wir leben im Bergischen Land und ich bin chronisch erkrankt und hochsensibel. Und mein Kurzer wahrscheinlich auch, also hochsensibel. Es ist für alle Beteiligten eine Herausforderung. Wahrscheinlich auch als Paar, ne? Ja, voll. Ja. Der ist der Einzige, der halt ständig neben dran steht und uns so gar nicht versteht. Ne? So, was ist jetzt schon wieder los mit ihm? Aber nochmal kurz, um gerade auch, ich finde es auch sehr spannend, immer so diese Paarbeziehung vor den Kindern oder vorm Kind und dann, wie sich das so verändert hat. Würdest du einmal erzählen, quasi wie so, also was war vor 3 Jahren, bevor dein Sohn geboren ist? Oder vielleicht vor 4 Jahren. Also wie sah dein Leben da aus? Voll entspannt. Was? Also wir haben halt zusammengelebt und es war auch cool und wir waren glücklich und jeder hat aber trotzdem irgendwie auch so sein Ding gemacht. Also wir haben uns da nie groß eingeschränkt. So, wir sind auch alleine in Urlaub gefahren, um auch voreinander vielleicht mal Urlaub zu haben. Und das war halt alles total ja schön und wir hatten Zeit und wir waren spontan und wir sind auch spontan freitagsmittags losgefahren und dienstags erst wiedergekommen. So, das geht jetzt mit einem Kind dann nicht mehr so einfach. Ne? Und wir haben tatsächlich letztens überlegt, wann wir das letzte Mal zu zweit weg waren. Das ist sehr lange her. Sehr lange. Also jetzt ist nur noch Mama, Papa irgendwie im Moment, ne? So schwierig. Und weil du sagtest, chronisch erkrankt, auf die Erkrankung würde ich gerne später, also noch ein bisschen später darauf hinaus, aber weil du sagst, auch hochsensibel, also der ganze Weg, also ich persönlich glaube ja immer, dass so die eigene Entwicklung so richtig losgeht, wenn man ein Kind bekommt, also so war es zumindest bei mir.
Und ich weiß auch so ein bisschen durch unsere Gespräche und unser Schreiben vorher, dass du dich auf jeden Fall auch damit auseinandersetzt, so mit Persönlichkeitsentwicklung vielleicht. Und war das bevor du Mama geworden bist, war das auch so präsent? Oder auch, weil du sagst, du bist hochsensibel, das muss ja auch erstmal alles irgendwie erkannt werden. Ist das vor den 3 Jahren passiert oder ist das mit deinem Kind passiert? Sozusagen? Also ich weiß seit einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr jetzt, dass ich hochsensibel bin. Vorher dachte ich halt immer, ich sei jetzt sozial nicht so kompatibel wie alle anderen. Ich war halt immer die anders ist, die komisch ist, die sich zurückzieht, die auch gar nicht so Interesse an vielen engen Freundschaften hatte. Ich war halt immer anders. So, heute weiß ich, ja, aber eben nicht so komisch anders, sondern ja, ich nehme einfach viel mehr auf und muss mich dementsprechend auch viel mehr zurückziehen und ja, schauen, wo ich da meine Filter setze. So, das ist heute ein ganz anderer Blickwinkel, den ich da auf mich auch habe. So, und tatsächlich bin ich über das Kind, weil der halt auch komisch war irgendwie, ne? Da darauf gekommen und habe da mit jemandem gesprochen, die sich da auch sehr mit beschäftigt mit diesem Thema und sie erzählte mir da ganz viel auch immer von ihrer Tochter, die eben auch sehr sensibel ist und alles, was sie erzählt, habe ich mich wiedererkannt und irgendwann sagte sie, hast du dich mal damit beschäftigt? Ich glaube, du bist hochsensibel und ja, ich habe, glaube ich, 2 Artikel gelesen und danach auch zum Wasser geheult, weil ich dachte, endlich verstehe ich mich und andere können mich jetzt verstehen und ja. Ist ganz spannend. Die Lösung für alle Probleme erstmal, ne? Ja, also ohne Kind konnte ich mich da durchmogeln, mehr oder weniger, ne? Es ist halt gar nicht so aufgefallen. Das war halt, ja, ich bin halt mit auf Partys gegangen und habe dann in der Ecke gestanden und gewartet, dass die gehen, quasi. Oder ich bin halt einfach verschwunden. So, das war normal. So, wo ist Janina? Ach, ich glaube, die ist schon wieder gegangen. So, ich war dann weg. Das war okay. Jetzt mit dem Kind ist es halt schwierig. Da kannst du nicht in einer Babygruppe sagen, wir gehen jetzt einfach ganz klar heimlich. Tschüss. Hat nichts mit euch zu tun, aber tschüss. So, das funktioniert nicht so gut. Und das funktioniert vor allen Dingen auch nicht gut, wenn das Kind aber eigentlich gerne bleiben möchte. Ne? Und da muss man dann schauen, dass man irgendwie andere Wege findet, damit zurechtzukommen. Ich fand es auch so schwer, also mir ging es ähnlich. Ich habe das tatsächlich über Katrin Borkhoff damals, da sind mir so viele Schuppen durch das Buch von den Schuppen von den Augen gefallen. Doch, so heißt es. Ja. Und das ist auch so dieser Unterschied. Ich hätte gewünscht, ich hätte es damals gekonnt, aber man kann ja auch einfach gar nicht sich diese Ruhephasen, das ist so wichtig, dann die Ruhephasen, die man braucht, die du ja mit Kind gar nicht ohne einen Plan irgendwie einbauen kannst oder so. Oder ja, also sehr, sehr spannend, ja. Ja. Also ich war 2 Jahre bin ich tatsächlich irgendwie, aus dem letzten Loch habe ich gepfiffen, weil ich hatte keine Kapazitäten mehr, ich hatte keine Ressourcen, ich bin ständig explodiert, weil das alles zu viel wurde. Jetzt, wo ich es weiß und einfach auch ja mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftige, habe ich natürlich in dem letzten Jahr für mich auch Strategien gefunden. Mal mehr, mal weniger gut, aber so grundsätzlich habe ich schon auch jeden Tag meine Ruhepausen, die ich mir da einfach nehme, weil die wichtig sind. Wie hast du das denn deinem Mann verklickert, dass du hochsensibel bist? Ist der gleich, also ich finde es auch immer spannend, oder so meine Frage an sich, diese ganze Entwicklung, die du dann anfängst zu machen, als eigenständige Person und wieder so hin, so möchte ich es beschreiben, zu dir selbst oder so rauszufinden, wer selbst man ist, so richtig, ja. Mhm. Ist ja dann immer, wenn der Partner eventuell oder die Partnerin letztendlich auch, da steckt ja keiner in deinem Kopf drin. Wie ist das so gewesen? War das eine Herausforderung für euch als Paar auch? Also ich habe ihn tatsächlich direkt, nachdem ich darauf angesprochen wurde, ob ich mir da schon mal Gedanken drüber gemacht hätte, habe ich ihm davon erzählt und gesagt, weißt du, was die gesagt hat? Und er sagte, ja, aber du musst ja jetzt auch nicht auf jeden fahrenden Zug aufspringen. Und ne? Und dann habe ich, wie gesagt, die ersten 2 Artikel gelesen und
Rotz und Wasser geheult und habe ihm die dann vorgelesen, diese Artikel. Und mit jedem Satz merkte ich, wie er auch irgendwie ja, kleiner wurde und guckte mich irgendwann an und sagte, ja, du bist einfach doch kein Freak. So. Das war so sein, ja, das stimmt. Du bist genau so wie da beschrieben. Und ja, das ist halt jetzt so. Er ist da aber einfach auch sehr entspannt bei allem. Ne? Also das ist halt jetzt so. Warum soll er sich da jetzt groß noch, also er kennt mich ja so, es hat halt jetzt einfach einen Namen gekriegt. Mhm. Jetzt nicht mehr nur komisch und der Freak, sondern ich bin eben hochsensibel. So. Was er natürlich mitkriegt, ist, dass ich mich da ganz viel mit befasse und dass ich da auch für mich ja ganz viel Positives auch rausziehe aus diesen verschiedenen Workshops, die ich da mache oder Bücher, die ich lese oder ne, dass ich einfach auch entspannter werde und das sagt er auch immer wieder, dass er das schon auch sieht, dass sich da was tut, aber ihn selber betrifft es halt nicht. Also er kann das auch gar nicht nachempfinden, wie das ist. Wir haben ihn jetzt am Sonntag hatte die Katrin ja eine Lesung und da hat er zugehört tatsächlich auch und guckte mich hinher und sagte, ich wusste gar nicht, dass du das so extrem empfindest. Einkaufen gehen beispielsweise. So, das macht halt er bei uns. So, weil ich irgendwann gesagt habe, ich kann das nicht. Ich habe da keine Kapazitäten auch noch für. Du musst einkaufen gehen. Hat ihn halt immer total genervt. Seit Sonntag weiß er, warum ich nicht einkaufen gehen möchte. Ja, es sind halt Reize, die du nicht filtern kannst, die einfach ungefiltert auf dich einprasseln. Ne? Und dann noch mit Kind. Genau, und dann noch mit Kind und einem Mann, der gerne im Geschäft darüber reden möchte, was essen wir denn die nächsten Tage. Nee. Ohne Frage. Sorry. Mach das mal schön allein. Aber kurz nochmal zu diesem Moment, um das nochmal so ein bisschen tiefer zu diesem Moment, wo du gesagt hast, okay, wahrscheinlich war es der Moment, ich kann nicht mehr, es muss sich irgendwas verändern. Wann war der, wie kam das und hättest du es ohne Hilfe geschafft? Also tatsächlich war es irgendwie so eine glückliche Fügung. Also ich war tatsächlich schon eine ganze Weile auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, es muss sich was ändern und es tatsächlich auch so schlimm, dass auch mal das Wort Scheidung gefallen ist und das Wort Trennung und ich kann nicht mehr, ich kann mich nicht mehr um alle kümmern und das ist mir zu viel und ich schaff's nicht und meine Erkrankung und alles, was dazugehört, wir müssen jetzt einen Weg finden. So, und wir müssen jetzt gucken, was machen wir. Und in all diesen, ist der Kleine dann halt auch in den Kindergarten gekommen und auch von dort habe ich immer wieder Feedback gekriegt, der ist anders als die anderen Kinder. Da müssen wir mal ein Auge drauf halten. Der Kinderarzt sagte, ja, der hat uns tatsächlich schon gesagt, da war der Kleine gerade ein halbes Jahr alt. Den müssen wir uns mal im Auge behalten. Also da könnte sein, dass der vielleicht auch autistisch ist. So, und heute weiß ich, der ist auf gar keinen Fall autistisch. Wahrscheinlich ist er hochsensibel. So, weil der halt mit einem halben Jahr schon in seinem Maxi-Cosi oder im Kinderwagen saß und der hat nicht geguckt, der hat gescannt. Im wahrsten Sinne. Der hat alles aufgesogen und war abends völlig durch. Also der wusste gar nicht, wohin mit den ganzen Reizen. Wussten wir damals natürlich nicht. Heute erklärt sich das. In diesem Ganzen, wo der Kleine, der benimmt sich anders und der ist, und war halt für mich sofort so, um Gottes Willen, ich will nicht, dass der so eine Kindheit und eine Jugend hat, wie ich sie hatte, weil das war für mich damals ganz schwierig. Ich war immer der Außenseiter. Ich war immer die anders war. Und in diesem Prozess habe ich mir eben dann ja die Hilfe geholt, um für mein Kind eine Hilfe zu sein. Und da fiel dann, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, ob du das nicht vielleicht auch bist? So, und im ersten Moment war, nee, auf gar keinen Fall, nee. Nein, ich bin einfach sozial inkompatibel. So, das hat manchen aber nicht losgelassen. Ne? Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und ich werde das wahrscheinlich niemals gut machen können.
ist auch so wichtig, finde ich, dass man da irgendwie sich dann Hilfe holt oder auch guckt, alles klar, wie geht's weiter? Und deswegen finde ich auch so Kinder, irgendwie, das ist nicht mein Spruch, aber irgendjemand hat mal gesagt, Kinder sind die größte Persönlichkeitsentwicklung überhaupt, weil wir da irgendwie so krass an unsere Grenzen geführt werden, weil es uns ja auch wichtig ist und wir sind ja auch bereit, viel dafür zu geben. Nur irgendwann kam zum Beispiel auch bei mir der Punkt, wo ich dachte, okay, es muss sich was verändern, weil dieses immer mehr Optimieren des Tagesablaufs, Optimieren von irgendwelchen kleinen Prozessen, von, keine Ahnung, wie kann ich das schneller oder effizienter machen und so weiter und so fort, das hörte ja nicht auf. Und bei mir war das dann auch so dieser Punkt, wo ich dachte, okay, das kann eigentlich einfach nicht die Lösung sein. Und es gibt ja so viele kleine Teilbereiche, ne? Es gibt ja auch, also es ist ja dann auch Mental Load und alles, was dazugehört und wo man dann so hingucken kann, aber irgendwo fängt es ja immer an. Und das finde ich immer ganz spannend, auch mit anderen zu besprechen, wo so, irgendwie ist es ja immer so der eigene Schmerz, der erst so groß werden muss, dass wir bereit sind, eben alles andere eben endlich mal nicht zu priorisieren, sondern uns selbst oben anzustellen und dann zu gucken, okay, das ist jetzt mein Schmerzthema Nummer eins, das tut so verdammt weh, jetzt fange ich an, was zu ändern. Und dann kommen so viele andere Sachen und irgendwann wird irgendwie so, ist so ein bisschen wie so ein Erleuchtungsprozess. Toll. Ja. Toll. Es hat dahin ja auch ganz viel damit zu tun, was uns so von außen aufgetragen wurde, was von uns erwartet wird als Eltern, sich davon einfach auch frei zu machen und zu sagen, ich bin die beste Mama, die ich sein kann. Ich bin vielleicht anders, als ich mir das vorgestellt habe vor dem Kind. Aber ich meine, also das haben alle ganz andere Vorstellungen, wie wir sein werden und wie unsere Rama-Familie denn sein wird. So. Und heute denke ich mir, ganz gut, dass wir uns davon gelöst haben. Ne? Ich frage mich immer noch, gibt es die Rama-Familie? Ich habe sie noch nicht gefunden. Bei Instagram gibt es sie ganz viel. Auch noch ein anderes Thema, ja. Ja, nee, also tatsächlich nicht. Eltern sein sind einfach auch so viele Sachen, von denen einem vorher niemand irgendwas sagt. So, also Eltern sein bis jetzt, immer die Erfüllung. Bis jetzt. Bis jetzt. Aber also es ist ja so, es wird ja immer irgendwie Eltern sein, ist die Erfüllung. Es gibt nichts Schöneres als Eltern zu sein. Und gleichzeitig gibt es auch nichts Krasseres, ne? Ja. Aber das sagt einem keiner, wie schlimm das auch sein kann. Mhm. Und ja, diese Vorstellung von, ja, wir werden ja trotzdem ein Paar bleiben. Also wir sind ja ein Paar, da kommt ja jetzt nur jemand noch dazu. Wir lieben uns ja. Und also meine Hobbys, nein, die werde ich natürlich weitermachen. Warum denn auch nicht? Also, das wird ja wohl kein Problem sein. Ach so, ja. Okay. Nein, also ich habe jetzt vor einem halben, dreiviertel Jahr wieder mit Hobbys richtig angefangen, weil vorher gar keine Kapazitäten dafür waren. Das ist, ne? Sagt einem aber ja auch wirklich niemand. Oder dass, ja, dass eben nicht so einfach ist, das Kind überall mit hinzuschleppen. Ja, so. Ganz großes Thema. Dass viele Partys einfach nicht kindgeeignet sind. Ja. Vorher hast du halt die Idee, ja, komm, dann nehmen wir mit, kommt in eine Trage oder ins Tuch oder naja, dann machen wir das. Dass du aber abends um 5 auf der Couch liegst und schläfst und gar nicht mehr auf die Party gehen kannst. Das sagt einem vorher niemand. Dann vor allen Dingen ist das oft auch so eine, also vielleicht auch so ein Druck, der da entsteht, dieses ich muss da jetzt hin, auch weil ich nicht Nein sagen kann oder ich muss das machen, weil das von mir erwartet wird, ich erwarte das von mir selbst, ich will gut aussehen auf der Party und so weiter und so fort. Alles Erwartung, aber ja, ist spannend, dieses auf sich selber zu gucken und vielleicht können das auch viele, vielleicht sind es bei anderen andere Sachen, die da eben dann auf der Strecke bleiben, weißt du, das ist ja auch dieses Individuelle und das ist ja auch gut so, aber wie schön, wenn irgendwann dieser Punkt kommt, wo es möglich ist, dann, naja, so ein bisschen wieder Freiraum zu kriegen und dann wieder, ich glaube auch die ersten 3 Jahre, also sowas bei uns zumindest, da war es auch okay, aber es darf jetzt dann auch wieder anders werden, ne? Also
Platz schaffen für auch sich selbst und eigene Träume und so, ja. Definitiv. Ja. Definitiv. Also wir haben tatsächlich jetzt für September ein Date. So. Ja. Das erste Mal seit, ich weiß nicht wie lange. Ja. Aber das ist einfach wichtig, dass wir da jetzt dann ja, einfach auch wieder einen Fokus drauf legen. Ja. Ne? Und mal schauen. Ja. Richtig, richtig toll. Und ach, das wollte ich auch noch sagen und unbedingt loswerden, dass diese ganze Entwicklung ja auch so viel, und das hast du ja auch im Vorgespräch schon gesagt, und überhaupt sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, bedeutet ja auch immer so einen riesengroßen Mehrwert, nicht nur für die Partnerschaft dann oder Partnerinnenschaft, nicht zu vergessen, sondern auch fürs Kind. Und auch da wieder dieser Schmerzpunkt. Ich bin ja persönlich auch so ein bisschen überzeugt davon, dass wir einfach schon so einen Weg haben und eben gerade dieser Schmerzpunkt auch was Positives immer mit sich trägt. Und du hast ja auch gesagt, dass du genau fühlst, was es bedeutet, oder du möchtest nicht, dass dein Kind sich vielleicht auch so fühlt, wie du es damals gefühlt hast. Und ja, was bedeutet das? Also ging es in Richtung Mobbing, oder? Ja, voll. Ja? Voll. Also es fing damit an, dass ich zu Hause einfach auch irgendwie immer schon gehört habe, jetzt stell dich nicht so an, du musst da drüber stehen, du bist so weich, warum bist du so sensibel? Also habe ich irgendwann meine Tränen und meine Emotionen gar nicht mehr an sich gezeigt, sondern das Ganze in Wut geleitet. Und das ist heute auch immer noch mein Ding. Also wenn es mir zu viel wird, werde ich wütend. Obwohl ich mittlerweile weiß, eigentlich müsste ich mich nur mal hinsetzen und eine Runde heulen, um das loszulassen. Das kann ich aber nicht, weil es mir einfach aberzogen wurde. So. Dieses ewig Weiche und dieses ewig, du bist so, du Mimi. Das ist so der Satz, der sich eingebrannt hat. Du bist eine Mimi. So, und ja. Auch so, ne? Zu viel zu sein, ja. Genau, und dann ging es halt weiter, dass in der weiterführenden Schule das Mobbing losging, weil ich einfach anders war. Ich habe mich oft zurückgezogen, ich hatte kein Interesse an großen Klicken. Das war alles nicht meins. Das hat mich überfordert, das war mir zu viel. Ich habe mich dann auf den Schulstoff konzentriert, ohne wirklich ein Streber zu sein, weil mir das Lernen einfach leicht fiel. Und ja, aber immer gute Noten. Da bist du ja sowieso in der Schule dann auch immer raus. Ne? Schade eigentlich, ne? Ja. Ja, und dann ging das los. Da bin ich dann halt fertig gemacht worden und mit, ich will nicht mehr in die Schule gehen, ich habe ständig irgendwelche Ausreden gefunden, warum ich jetzt wieder krank bin. So, und das will ich meinem Kind einfach ersparen. So, also ich weiß, dass ich ihn da nicht schützen kann und natürlich wird auch er in seinem Leben den einen oder anderen dummen Spruch kriegen. Das ist auch völlig okay. So, in einem gewissen Maß wächst man daran ja auch. Aber ich möchte nicht, dass er sich verstellen muss, um dem zu entgehen. Denn das habe ich halt irgendwann gemacht. Also ich war irgendwann die Partykanone. Ich war auf jeder Party dabei. Ich war immer die Lustigste mit der großen Klappe und mit der konnte man gut Party machen und die war toll und so, aber innen drin ging es mir halt überhaupt nicht gut damit. Das finde ich nicht, dass er das so macht. Das ist krass, dass du das sagst, weil bevor du eben das Anpassen sozusagen gesagt hast, wollte ich eigentlich sagen, dass ich das interessant finde, dass du trotz, dass das halt wehtat und schmerzhaft war, anders zu sein, wie du es genannt hast, hast du es trotzdem, bist du nicht Teil einer großen Clique geworden. Und dann kam, wann hast du dich dann für die andere Seite in Anführungsstrichen entschieden? Nach Schule. Also war das dein Schutzmechanismus? Also ja, war das bewusst entschieden? Oder ja, war das, ja, war ganz bewusst. Ich habe die Schule abgeschlossen, wusste, ja, mit diesen Menschen werde ich keinen Kontakt mehr haben. Ja. Also zumindest war das mein Plan. Heute bin ich mit einem von denen verheiratet. Ach, cool, ja. Wie das Leben manchmal so spielt, ja, ne? Aber mein Plan war es halt, okay, ich gehe jetzt von dieser Schule und werde all diese Menschen nie wieder sehen. Und jetzt werde ich eine neue Janina. So. Und ja, ich habe einfach eine Maske aufgesetzt. Ich habe eine Maske aufgesetzt und ich war immer gut drauf. Ich bin immer auf Menschen zugegangen, habe die angesprochen. Und das bin gar nicht ich. Überhaupt nicht. Also ich
heute würde es mir im Traum nicht einfallen, auf jemanden zuzugehen und den ersten Schritt zu machen. So, da kann das noch so in mir danach schreien, dass ich das gerne möchte. Nee, geht nicht. Und da war es aber dann in dieser Zeit absolut so. So, also ich würde fast behaupten, dass die Truppe durch mich immer größer wurde, weil ich ständig irgendwelche Leute mit rangefischt habe. So, also wir waren in der Disco und draußen rauchen und da stand eine andere Truppe und dann dauerte das 3 Minuten, dann standen die bei uns. So. Ich habe gemerkt, dass ich damit halt gut fahre. So, dass ich damit akzeptiert werde und dass ich damit einfach auch in Ruhe gelassen werde. So, ich wurde einfach in Ruhe gelassen. Dass ich mich zwischendurch dann aber auch mal 5, 6, 7 Tage gar nicht gemeldet habe, ist gar nicht aufgefallen. Weil so ist sie halt. So. Die ist halt jetzt noch verkatert, ne? So ist dann halt so. Und am Wochenende war ich wieder da. Und zwar so richtig. Halt nicht gesund. Überhaupt nicht. Also das habe ich dann halt auch irgendwann merken müssen, dass das nicht gesund ist. War das auch innerhalb deiner Familie so? Also hat deine Familie dir da diesbezüglich Halt gegeben? Oder haben die sich gefragt, was ist anders geworden? Oder Janine hat sich verändert? Nee, also für die war ich halt immer schon anders. Für die war ich auch immer schon komisch. Bin ich auch heute noch. Also meine Familie ist da auch eher nicht so auf der Gefühlswelle unterwegs. Sondern da geht ganz viel darum, was sagen denn die Nachbarn? Das ist wichtig. Ne? Was sagt das drumherum? Ja, und da ist halt heute, mein Gott, ich habe meine eigene Familie und ich lebe mein eigenes Leben. Und wenn wir aufeinandertreffen, dann habe ich die Pause in der Tasche und dann ist das okay. Es sei denn, da wird irgendwie eine Grenze überschritten, wo ich merke, da kann ich jetzt nicht mehr ruhig sein. Meistens ist das eine Grenze, die mein Kind betrifft. Und dann gibt es halt den passenden Spruch. Ich bin Gott sei Dank auch nicht auf den Mund gefallen. Also ich habe eigentlich immer was dazu erwidern. Schlagfertigkeit, ja. Toll. Und bei meiner Familie kann das auch schon mal sehr unter die Gürtellinie gehen. Aber das brauchen die halt auch. Weil sonst hören die nicht auf. Und dann ist gut. Also dann wissen alle, okay, Grenze erreicht und widmen sich dann halt dem Nächsten. So ist es. Finde ich auch ein mega spannendes Thema, auch wenn du das so erzählst, das hat ja auch dich, hat ja, also deine Gefühle, so wie du es vorhin erzählt hast, wurden ja auch nicht mit Absicht unterdrückt, so damals, oder das wurde ja alles auch nicht böswillig getan von deiner Familie. Mega. Man auch immer alles, oder auch Eltern, das darf man ja auch in diesem ganzen Prozess lernen, dass Eltern immer in jedem Moment das Bestmögliche tun. Nichtsdestotrotz ist es dann spannend, finde ich, dass offensichtlich auch bei der Familie du so eine Gefühle an den Tag bringen musst. Also ob es jetzt ja wahrscheinlich Wut und Freude wird. Also es ist bei uns zum Beispiel auch ganz in Extremen. Es geht immer in Extremen. Es ist extrem schön oder es ist extrem schlecht. Es gibt eigentlich wenig dazwischen. Ich glaube auch mittlerweile, es ist so ein Generationsding tatsächlich. Finde ich auch spannend, da nochmal Interviews zu führen mit Menschen, die sich da eben auch so kulturell oder so, was ist das? Geschichtswissenschaft oder was weiß ich. Aber ein anderes Thema, aber das finde ich halt auch sehr spannend, weil das ein Muster ist offensichtlich, das sich auch so durch Generationen zieht und jetzt kommt unsere Generation, die da eben was verändert und das ist einfach auch schön, weil das irgendwie auch so ein Verständnis für die anderen bringt und dann trifft man sich vielleicht auf einer Ebene, wie du es auch gesagt hast, dann ist es okay für dann. Aber es sind auch Grenzen und es ist auch da, werden Prioritäten gesetzt und auch geguckt, okay, fand ich auch spannend, in meinem Prozess so zu gucken, wie wichtig das ist, mit welchem Umfeld man sich umgibt so und wie viel Zeit man mit Menschen verbringt. Nichts, ich liebe meine Familie, ohne also das steht außer Frage und trotzdem kriegt man halt so viel vor den Latz nochmal, wenn man eine eigene Familie hat und dann darf man halt nochmal neu formatieren. So, ne? Ja, voll. Ja. Mhm. Voll. Also wir haben mehrere Kinder, der Enkelkinder mittlerweile quasi. Kinder, der Enkelkinder. Also ich würde jetzt sagen, wir sind die Enkelkinder. Ich bin bei meinen Großeltern auch aufgewachsen und die halten die Familie zusammen. Also es ist ganz klar, wenn meine Großeltern nicht mehr sind, werden wir anderen nicht mehr so viel Kontakt miteinander haben. So, das ist einfach Fakt. Weil wir
alle viel zu unterschiedlich sind, keine Gemeinsamkeiten haben, zumindest die meisten. So. Und ja, wir sind halt 5 Enkel, wir sind aber sehr, sehr eng miteinander aufgewachsen. Also wir waren wirklich ständig zusammen und wie Geschwister fast schon. Und bei uns, ja. Da gibt es jetzt mittlerweile auch schon wieder viele Kinder so und sind halt mit meinem zusammen noch 2 andere zeitgleich geboren. Und man sieht einfach ganz krass, wer welchen Weg geht mit den Kindern. Ne? Also die anderen beiden, würde ich behaupten, die haben einfach das übernommen, was sie vorgelebt bekommen haben. Und mein Mann und ich haben gesagt, wir wollen es anders machen. Uns ist es ganz wichtig, wir wollen es bedürfnisorientiert haben, wir wollen es gewaltfrei haben, wir wollen auf Augenhöhe mit dem Kurzen sein. Und ja, jetzt auch Familienfeiern, das merkt man, ne? Wir sind halt die ersten 2 Jahre sehr belächelt worden. Wir haben ständig irgendwelche Sprüche bekommen. Oh Mensch, der wird euch auf der Nase rumtanzen. Und mein Gott, warum macht ihr das? Also ihr müsst da aber auch mal ein bisschen, also da muss jetzt aber Machtwort gesprochen werden. Wieder anders. Ja, aber und, anders ist schön, ja. Genau, und wir hatten letztes Wochenende eine Familienfeier, das erste Mal seit 1,5 Jahren, dass wir uns überhaupt alle gesehen haben und so, ne? Und waren dann jetzt mit den Kindern auch da und das Feedback nach dieser Feier war, ja, ein wahnsinnig entspanntes, umgängliches Kind. Also der ist ja, also den hat er ja mal richtig gut hingekriegt. Ich denke, ach ja, ich dachte, der wird uns allen auf der Nase rumtanzen. Was ist da los? Ne? Hätte da mir gar nicht zugetraut, wa? Ach, guck mal. Und der darf sogar zu seinen Gefühlen stehen. Wahnsinn. Also es ist schon, ne, wir kriegen da immer mehr auch positives Feedback von allen möglichen Seiten, die uns eben alle vorher belächelt haben und gesagt haben, warum macht ihr das? Das ist doch nur, ach, das ist doch nur wieder so ein Trend. Das ist doch nur eine Phase. So. Ja, das ist eine Phase. Ihr seid doch keine Hippies. Das war auch so ein sehr netter Satz. Ihr seid doch keine Hippies. Was? Ach so, ja, okay. Also es ist, ja, es hat wirklich viel mit der Generation zu tun, definitiv. Ich glaube, es hat aber auch viel damit zu tun, ob man bereit ist, über den Tellerrand zu gucken. Oder man einfach die Schablone übernimmt, die man da vorgefertigt hat. Nochmal kurz und dann können wir das Thema auch abschließen, aber denkst du, dass diese schmerzhafte Erfahrung, die du damals gemacht hast, dass die es dir ermöglicht hat, diesen extra Schritt zu gehen? Also diese, dass vielleicht auch so eine Art Leere da war, die dann so neu gefüllt werden konnte? Also so ein leerer Raum, wo man sich nochmal so neu formatiert, möchte ich es nennen, weil es ja eh alles egal war. Voll. Ja. Total. Ja, klar. Also ich glaube, wenn das alles irgendwie so gut gelaufen wäre und wobei, also ich tatsächlich auch der Meinung bin, dass auch die damals, denen es gut ging und die gut drauf waren und voll in die Klicken integriert waren, aber dass es denen vielleicht auch gar nicht so gut ging. Dass das eben auch wieder diese Fassade ist, die man nach außen zeigt. So. Und ich denke, dass da jeder irgendwie auch so sein Päckchen zu tragen hat, auf eine gewisse Art und Weise. Ist halt immer die Frage, inwieweit ist man bereit, das sich auch verletzbar zu machen und nach außen zu zeigen, dass man verletzbar ist. Mir ist es mittlerweile einfach komplett egal. So, also es ist mir tatsächlich egal, weil ich habe die Menschen, die mir wichtig sind, um mich rum und da dürfen auch gerne neue, wichtige Herzmenschen dazukommen, aber alle anderen, das sind flüchtige Begegnungen und die haben für mich keinen Wert. Und von daher ist mir das auch egal, mit was für einer Meinung die über mich gehen. Also ja, nur wann kommt der Unterschied? Ich frage mich immer, also ich bin ja auch überzeugt, habe ich ja auch schon gesagt, ob das jetzt im Familienleben ist oder als Single oder wie auch immer, dass viele eine Fassade haben und so, oder das ist ja auch in Ordnung, weißt du? Also das ist ja auch ein Schutz und das ist alles in Ordnung. Nur wann kommt der Punkt, frage ich mich, in dem es anders wird tatsächlich, in dem es individuell wird? Was löst das aus? Wo kommt das her?
Also wie war das bei dir? Was hat letztendlich, was hat den Unterschied gemacht? Weißt du, dass du für dich losgegangen bist? Das ist ja letztendlich für dich und deine Familie. Wo ist das? Wo kommt das? Zum einen muss ich sagen, dass ich viele, viele, viele Jahre Therapie gemacht habe und da schon ganz viel bei mir angekommen bin. Und in dem Moment, wo ich dachte, ich sei so voll bei mir, war auch klar, ich will diesen Weg alleine gehen. Also ich möchte niemanden an meiner Seite haben und ich brauche keinen unnötigen Ballast noch zusätzlich, um den ich mich kümmern muss, sondern jetzt bin ich dran, weil das habe ich einfach viele Jahre vernachlässigt. Inwiefern, das verstehe ich nicht ganz. Dass ich nicht einfach ernst und wichtig nehme. Ne? Ich habe halt immer irgendwie mich um andere gekümmert. Also ich war immer irgendwie in einer Partnerschaft, da war der Partner dann wichtig, da waren seine Bedürfnisse wichtig, da war, was denkt das Außen, wichtig. So, und in dem Moment, wo ich aber komplett bei mir angekommen bin, habe ich gemerkt, dass ich mir einfach komplett reiche. Ich brauche niemanden anderes, um mich gut zu fühlen. So, und ich wollte keine Beziehung, zumindest erstmal nicht. War der Plan. Und dann kommt alles anders. Und dann stand der Mann vor mir und ist eine Woche später eingezogen. So. Und aber auch er ist einfach so, der hat mich einfach sein lassen. Ich konnte mein Ding durchziehen. Er hatte oft da gestanden und gesagt, verstehe ich jetzt nicht, warum du das so tust, aber mach halt so. Und das hat schon gereicht. Das hat einfach gereicht, mich da zu öffnen. Es hat auch gedauert, auch dass ich mich ihm gegenüber so frei und offen zeigen kann. Es gibt immer noch auch Momente, da wünsche ich mich, wo ich ja eine Fassade habe quasi. Bestes Beispiel, wir saßen in den letzten 4 Jahren, haben irgendwas geguckt und ich war schon wieder so berührt und ich war so, boah, ich könnte weinen und habe es aber unterdrückt, weil ich dachte, er könnte ja über mich lachen, wenn ich jetzt weine. Wegen so einer bescheuerten Szene im Fernsehen. Und das war so, boah, bist du doof. Du machst es halt immer noch irgendwie ab und zu. Ganz oft aber eben halt auch nicht mehr. Und ganz oft muss ich die Gefühle gar nicht so direkt zeigen, sondern ich kann ihm verbal mitteilen, wie es mir gerade geht und was ich gerade brauche. Und das ist viel wichtiger. Also ich muss jetzt nicht hier sitzen und weinen, um mitzuteilen, dass ich zutiefst gerührt bin von irgendwas, sondern ich sage es ihm halt einfach. Und das war für mich immer der noch schwierigere Schritt, das wirklich auch zu sagen. Weil wenn man es ausgesprochen hat, dann ist es so. Das ist ja bei vielen Sachen, ne? Und und dann halt Geburt des Kindes. Ganz klare Sache. Als der geboren wurde, sind irgendwie die Vorhänge gefallen. Auch nach außen hin. Also auch vor der Familie, vor Freunden, Bekannten. Weil da war es mir dann egal. Da war nur noch wichtig, ich möchte nicht, dass mein Kind das Gleiche erlebt wie ich. So. Für den soll das völlig normal sein, seine Gefühle zu zeigen. Ja. Und das kann er halt nur lernen, wenn er es vorgelebt bekommt. Ne? Das ist wahrscheinlich die größte Schule für unsere Kinder, ne? Wir, ja. Richtig. Okay, dann war euer Sohn geboren. Dann habt ihr für euch die Entscheidung getroffen, wie ihr leben wollt. Und es ist sicherlich, wie bei allen, möchte ich mal behaupten, ein andauernder Prozess. Und es gibt immer wieder Tiefen. Und wir fangen mit den schönen Sachen an. Was war so das Schönste, also natürlich die Geburt eures Kindes, aber was ist so das Schönste, an das du dich jetzt so in der Zeit erinnern kannst? Also was ist so, was hat dir auch Kraft gegeben? Fernab von diesen ganzen auch schwierigen Erfahrungen oder Erlebnissen. Ja, also tatsächlich einfach, dass es ihn gibt. Durch meine Erkrankung ist es eigentlich gar nicht so leicht, Mama zu werden. Und das war ein ganz schwieriger Weg für mich. Und dann magst du doch nochmal erzählen, also deine Erkrankung, ich weiß, es ist Endometriose. Genau. Aber ich persönlich weiß auch nicht viel darüber. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen abholen? Erstmal grundsätzlich, was ist Endometriose? Also Endometriose ist Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe, welches sich überall im Körper ansiedeln kann. Hauptsächlich beginnt es halt erstmal im Bauchraum und in der Gebärmutter, in kleinen Becken,
und so. Es geht aber auch sehr, sehr gerne an den Darm oder die Blase. Mhm. Es ist tatsächlich auch schon bei Frauen Endometriose in Knie gefunden worden und in der Schulter. Also es wandert tatsächlich und da, wo es sich festsetzt, verursacht es ganz, ganz schlimme Entzündungen, Zysten, Verwachsungen, Vernarbungen und macht unglaubliche Schmerzen. Also das kann man tatsächlich gar nicht groß beschreiben. Mhm. Als unter der Geburt, während ich die schlimmsten Wehen hatte, waren immer wieder Momente, wo ich dachte, wow, das kenne ich. Das ist gar nicht so fremd. Also so sind die Schmerzen zwischenzeitlich. Ne? Es ist, und das halt aus Nichts. Also du stehst irgendwo und es geht los. So, und ja, das ist so grob und vereinfacht beschrieben, was ist Endometriose. Da hat natürlich noch, da kommen ganz, ganz viele andere Sachen dazu. Das hat ganz viele Begleiterscheinungen. Und es wird als das Chamäleon der Gynäkologie bezeichnet, weil es tatsächlich bei jeder Frau anders verläuft. Also jede Frau hat andere Symptome, jede Frau, ne? Natürlich sind viele Sachen ähnlich, aber du wirst keine zwei Frauen finden, die eins zu eins die gleichen Symptome haben. Und das macht es natürlich schwierig, das auch zu erkennen. Und wo kommt das her? Ist es? Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Das Problem ist, dass das eine gynäkologische Erkrankung ist und somit Frauen betrifft. Und wie man weiß, in der Medizin werden eher die Männer bevorzugt erforscht. So, ne? Also ich meine, ganz, ganz viele Medikamente, die es auch für andere Erkrankungen gibt, sind halt alle an Männern erforscht oder für Männer erforscht. Und ja, wir Frauen müssen halt gucken, ob wir damit klarkommen oder nicht. So, und es ist erst seit wenigen Jahren so, dass die Endometriose-Forschung vorangetrieben wird, weil eben auch immer mehr Betroffene laut werden und sagen, wir brauchen Hilfe, das kann nicht sein. Ich habe in meinem Leben über 20 OPs gehabt. Die hätten alle nicht sein müssen, das wusste ich aber nicht. Und das wusste mein behandelnder Arzt wahrscheinlich auch nicht. So, also nachher ist das so eine totgeschwiegene Krankheit oder was? Also so, oder wirklich, weil's, warum wird da nicht geforscht? Weil dafür keine Gelder da sind. Okay, wie können wir das ändern? Können wir dann laut werden, indem wir immer lauter werden. Es gibt mittlerweile ganz viele Petitionen. Jetzt im Moment läuft auch wieder eine und da sind wir auch schon ein ganzes Stückchen weiter, dass das endlich mal auch im Bundestag angehört wird. Das ist wichtig. Dass, ich meine, jede 10. Frau ist betroffen. Hm. So, und wenn du überlegst, wie viele Frauen kennst du, dann weißt du, wie viele Endometriose-Betroffene dabei sind. So, und ganz viele, bei denen wird es gar nicht erkannt, weil den Mädchen von klein auf ja auch immer erzählt wird, das ist normal, die Periode tut weh. Nein, Periodenschmerzen sind nicht normal. Dass es mal ein bisschen zwickt und dass es unangenehm ist, ja, aber richtige Schmerzen sind nicht normal. So, und das wissen aber ja die allerwenigsten, weil wenn dann eine 12-, 13-, 14-Jährige zu ihrer Mama geht und sagt, Mama, ich habe jeden Monat höllische Schmerzen und kriegt zur Antwort, ja, das ist normal, da musst du durch, dann geht die nicht zum Arzt. Warum denn auch? Das ist ja normal, das hat ja die Mama so gesagt. Oder kriegt die Pille verschrieben, so war das dann. Oder kriegt die Pille verschrieben, was auch ganz, ganz schlimm ist. Ja. Also Hormone. Vielen hilft es, dann Hormone im Langzeitzyklus zu nehmen, aber bei ganz vielen verstärkt es die ganze Geschichte auch. Das ist das Unterschiedliche, wie Frauen drauf reagieren oder wie es bei Frauen ausbricht. Genau. Genau. Ja, ich würde sagen, dazu packen wir doch auf jeden Fall, da kannst du mir gerne diese Petition nochmal schicken, dann packen wir die in die Shownotes auf jeden Fall mit rein. Gerne. Dann können wir da auf jeden Fall unseren kleinen Einflussbereich nutzen. Ja. Der ja gar nicht so klein ist, wenn alle, die das hören, hoffentlich viele, unterschreiben. Auch Männer. Ja. Es tut das ja nicht weh. Es tut nicht weh zu unterschreiben. So, ja. Es kostet nichts, es tut nicht weh. Natürlich werden Spenden immer gerne genommen, gar keine Frage. Aber es ist ja kein Muss. Hm. Ja, also es ist einfach wichtig, dass viel mehr darüber Bescheid wissen. Und dass vor allen Dingen auch die Aufklärung dementsprechend ganz anders läuft.
Also ich meine, es gibt tatsächlich mittlerweile auch männlich geborene Menschen, die Endometriose haben. Das ist ein super geringer Teil. Und man forscht auch noch, woher das kommen kann. Man vermutet, dass das tatsächlich im Mutterleib übertragen wird. Weiß man nicht. So, aber es muss ja nicht sein, dass das immer mehr werden und dass es immer schlimmer wird. So. Und vor allen Dingen schließt sich auch da der Kreis wieder, ne? Wir können jetzt sagen, okay, betrifft mich nicht, wie bei so vielen Sachen. Aber letztendlich, ja, vielleicht auch so Thema Umwelt und so, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Das betrifft unsere Kinder. Ich meine, gut, wir haben jetzt nur Jungs, ne? Aber es ja, spielt ja gar keine Rolle. Aber ich weiß nicht, ob ich es ihm nicht vielleicht mitgegeben habe. Und er irgendwann mit irgendwelchen Schmerzen in die Ecke kommt und keiner weiß, wo es herkommt. Ja. So, dann denkt ja keiner darüber nach, ach, die Mutter hat Endometriose, vielleicht hat das Kind es auch. Okay, du bist jetzt so bewusst, dir würdest, dass bei dir würden alle Alarmglocken angehen, aber... Ja, natürlich. Aber also es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Frauen, die das nicht wissen. Die es haben und es nicht wissen. Jetzt muss man aber dazu sagen, es gibt natürlich auch Betroffene, die haben gar keine Probleme oder nur ganz, ganz minimal und die sagen, ey, ich nehme mir da zweimal im Monat ein Ibuprofen und dann ist gut. Aber die allermeisten, die müssen tatsächlich zum BTM greifen und ständigen OPs und so, weil es nicht auszuhalten ist, schmerzlich. Und in all diesen ist es natürlich schwierig, dann auch schwanger zu werden und das Kind zu behalten. Also das kommt dann ja noch dazu. Ja, der wollte zu euch. Der wollte, der musste. Ja, Jana. Ja, spannend finde ich auch. Also können wir auch noch, geht jetzt wahrscheinlich zu weit, aber auch das ist doch ein sehr spannendes Thema, finde ich. Und das ist tatsächlich für mich auch das Schönste von allem. Ich dieses kleine Wunder empfangen durfte und dass der hier einziehen durfte. Und auch wenn ich ihn manchmal an die Wand nageln möchte, das ist immer noch das schönste Geschenk, was ich je bekommen habe. Und je bekommen werde. Ganz klar. Noch eins kommt da nicht. Schön. Richtig, richtig schön. Ja, dann war das die höchste Höhe. Und was war so, na, so das Tiefste, wo ihr durch musstet? Das ist wahrscheinlich auch all das, ne? Durch ja. Die Krise durch und durch vielleicht auch dann in der Zeit nicht für dein Kind da sein zu können, könnte ich mir vorstellen. Oder war das nicht in der Zeit? Doch, das ist alles, also ich hab ja immer noch auch Tage, wo einfach gar nichts geht. Da weiß ich nicht, wie ich morgens aufstehen soll. Geschweige denn, wie ich mein Kind irgendwie versorgen soll. So, das, und als er so ganz klein war, war das schwierig. Da war das einfach echt schwer. Das war ganz gut, dass wir, also ich arbeite sowieso nur in Teilzeit. Ich bin teilberentet wegen dieser ganzen Geschichte. Und ja, mein Mann ist in Elternzeit gegangen, auch in Elternzeit Plus nennt sich das. Also verlängert, aber dafür geht er dann auch in Teilzeit arbeiten. Und das war unsere Rettung. Neben dem Aspekt, dass es natürlich total schön war, weil wir einfach super viel Familienzeit hatten und der Kleine auch super viel vom Papa hatte und gleichzeitig aber auch super viel von mir. Ich hätte das nicht gepackt, wenn der Vollzeit gearbeitet hätte und ich hätte da dieses kleine hilflose Würmchen. An manchen Tagen hätte ich nicht gewusst, wie ich das machen soll. Zumal wir auch jetzt nicht das Feedback haben, dass ich mal eben jemanden anrufen kann, der dann das Kind nimmt. So, die Großeltern leben alle Minimum 400 Kilometer weg. So, und zu meinen Großeltern, sorry, aber die sind auch schon über 80, würde ich jetzt mein Baby nicht unbedingt bringen. Das, ich denke, das verstehen. Ich glaube, die würden das auch nicht mehr so gut hinkriegen. Ja, das also schwierig. Gut, also das alles ist schon sehr, sehr schwierig. Und was ich glaube, das Schlimmste, was wir bisher durch haben, ist eine Zeit, in der es mir auch psychisch ganz, ganz schlecht ging, weil wir einfach ja unsere Wohnsituation so war, dass sie mich krank gemacht hat, weil ich mich einfach so todunglücklich dort gefühlt habe. Also so. Auch als dein Sohn schon geboren war? Ja, ja. Also wir sind kurz bevor ich schwanger wurde, dort eingezogen. Ja. So, und
ja, da ging es dann halt auch schon los. Und dann haben wir aber ewig auch nichts gefunden. Dann kam dazu, dass ich letztes Jahr bei der Krebsvorsorge einen ganz, ganz schlimmen Abstrich bekommen habe und da auch sofort gehandelt werden musste. Das, ja, das kommt halt alles zusammen, ne, in dem Moment. So, es ist, jetzt ist alles gut und ich habe es hinter mir und es wurde erfolgreich operiert. Aber es ist trotzdem, das ist heftig. Das, also da sind viele, viele, viele Tränen geflossen, weil ich einfach unglaublich Angst hatte, mein Baby alleine zu lassen. So, ne, ich meine, er war schon 2, 2,5, aber es war ja trotzdem mein Baby. Ja. So wird er immer bleiben. Und ich war mir nicht bewusst, wie schlimm sich das anfühlt in so einer Situation. Natürlich kann man sich das vorstellen, dass das schlimm ist und dass das, wenn man das so mitbekommt, so um Gottes Willen und die Arme. Aber wie es wirklich ist in der Situation, ich bin mir sicher, alles andere, ab jetzt wird es sogar schlimm. Ab jetzt kann es alles nur noch gut werden. Und wir sind umgezogen mittlerweile auch. Also, das ist cool. Ja, also auch ein Stück Höhe. Ja, voll. Ja. Voll. Also seit wir umgezogen sind und seit die letzte Kontrolle war, wo es dann wirklich hieß, es ist vorbei, ich kann aufatmen, es ist alles gut, ich habe es geschafft, merke ich einfach, dass es hier auch wesentlich entspannter zugeht. Ne? Also ich bin entspannter, mein Mann ist entspannter, der Kurze sowieso, der hat natürlich das auch alles irgendwie mitgekriegt. Ne? Ich habe ihm jetzt nicht erzählt, was los ist, aber der weiß ja auch von Geburt an, Mama hat immer Bauchschmerzen. So. Und ist natürlich auch für ein Kind nicht einfach. Ganz klar. Wobei ich dazu auch sagen muss, das ist auch so ein Mythos der Endometriose, dass immer noch ganz, ganz viele Ärzte den Patientinnen sagen, kriegen sie ein Kind, danach ist es vorbei. Durch Hormone und so, das soll dann alles geheilt sein. Aha. Habe ich tatsächlich auch geglaubt. Heute weiß ich, ich habe nach der Geburt noch mehr Probleme als vorher. Der schlimme Abstrich heißt ja Krebs, oder? Genau, ja. Und hängt Krebs mit Endometriose zusammen? Das weiß ich nicht. Also es kann natürlich begünstigen, muss aber nicht. Okay. Also das ist nicht so eine Gewebeveränderung oder so, die nur. Nee. Also es war Gebärmutterhals. Da wurde mir dann auch entfernt und während der OP hat man festgestellt, okay, das war noch viel mehr betroffen als nur der Gebärmutterhals. Es wurde alles weggenommen und engmaschig wird es halt immer noch kontrolliert, aber ich hatte jetzt im März, glaube ich, die Untersuchung und der Abstrich, wo klar war, es ist alles weg. So, und natürlich kann es auch jederzeit immer wieder kommen, aber es hat halt jetzt auch keine Punkte mehr, wo es sich festnagen kann, weil es wurde ja alles entfernt. Von daher schauen wir, aber ich sehe das jetzt eigentlich positiv. Ich habe dem in den Popo getreten. Kannst du ja auch sagen. Und rausgeschmissen. Ich habe da keine Zeit für. Es ist einfach. Nee. Toll. Ja. Das ist die höchste Höhe, oder? Das ist, ja, definitiv. Mehr geht nicht. Also das ist ganz viel Demut. Wahrscheinlich ist auch dann alles andere ist wirklich, wie du sagst, auch Zuckerschlecken und alles andere ist auch scheißegal, ne? Ja. Es gibt für alles eine Lösung. Ja. Immer. Irgendwie werden wir den Weg weitergehen. So. Halt immer die Frage, wie? Wo biegen wir als nächstes ab und was wird das nächste Ziel sein? So. Aber irgendwie kriegen wir es hin, definitiv. Und nach so einer Sache weiß ich noch mal mehr, dass das funktioniert. Ach ja, Nina, ich freue mich so sehr. Ich möchte gleich noch dein nächstes Ziel hören, also deine nächste Abbiegung eventuell, die du vor dir siehst vielleicht auch. Aber ich möchte sagen, wie dankbar ich bin an der Stelle schon mal, dass erstmal wir beide uns gefunden haben. Ich habe jetzt nicht
nach einer Frau gesucht oder so explizit, die mir jetzt natürlich so eine, also so viel, also es ging mir hier nicht um irgendwelche, wie soll ich sagen, wie sagt man denn, irgendwelche super Geschichten oder wie auch immer, weil das ist ja natürlich viel, was du auch preisgegeben hast. Erstmal danke dafür. Und aber trotzdem glaube ich auch, dass vielleicht haben andere Familien eben auch nicht diese Herausforderung, aber ja, ich bin sicher, dass da ganz, ganz viel auch für andere so drin steckt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Die Stärke, die du so an den Tag legst und so, das geht ja auch nicht. Es gibt ja auch viele, die sicherlich auch aufgeben oder ja. Das ist keine Option. Ja. Auf gar keinen Fall. Ich will, nee. Dafür habe ich noch viel zu viele Momente, wo ich einfach mich drauf freue. So, auch in Bezug auf das Kind. Sei es, weiß ich nicht. Einschulung. Die Einschulung ja. Oder Schulabschluss oder der erste Freund, die erste Freundin, man weiß es ja nicht. Werde ich Oma oder auch nicht? Ich will das wissen. Das geht, also, nee. Oh. Ich lege doch nicht ein Buch zur Seite, bevor ich es nicht zu Ende gelesen habe. Das mache ich nicht. Das war keine Option. Hat dir das Kraft gegeben? Ja, voll. Also hast du dich auch daran festgehalten? Also, ja. Ja, es war halt tatsächlich einfach, nee, ich kann ihn nicht alleine lassen. Ja. Der braucht seine Mama. So, der ist noch so klein, der braucht seine Mama und ich bin noch nicht fertig. Ich habe ihm noch nicht alles mitgegeben, was ich ihm mitgeben möchte. So, und nee, geht nicht. Das muss jetzt in Angriff genommen werden und das muss jetzt, da muss ich jetzt durch. So, und das war schwierig und das war auch, da habe ich ganz oft mich auch hier aus der Familie rausnehmen müssen. Also einfach, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt mal weg. Ich weiß auch nicht, wann ich wiederkomme. Also heute auf jeden Fall irgendwann noch, aber warte nicht auf mich. Und dann war ich raus. Dann musste ich für mich erstmal irgendwie durchatmen. Oft bin ich dann einfach ins Auto gestiegen und durch die Felder gefahren, was tatsächlich für mich auch immer, immer gut ist. Also das holt mich meistens runter. Oder hat mich dann irgendwo oben in den Feldern auf den Berg hingestellt und einfach mal 2 Stunden geheult. So. Und konnte dann aber nach Hause kommen und war wieder da und musste jetzt hier nicht krebsen und gucken, dass ich mich durch den Tag hangel. So, also das war einfach auch, ich glaube, das hat mir noch mal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, auf sich selber zu achten und auf seinen eigenen Körper zu hören und seine Bedürfnisse wahrzunehmen. So. Weil ich glaube, dann kommt man nämlich ganz schnell in dieses Verzweifelte und dieses ich kann nicht mehr und resignieren und so. So, das war halt keine Option. Nie. Wenn da einer entscheidet, wann vorbei ist, dann bin ich da. So. Ach, Nina, ich danke dir so für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Ja, ich danke dir, dass ich da sein darf. Ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, wenn es da nur ein MAPA gibt, ja. Den wir erreichen können, wo wir irgendwie helfen können, dann sehr gerne. Das ist auch mein Traum. Und dass die Petition unterschrieben wird, das wünsche ich mir auch. Janina, ich möchte natürlich wissen, jetzt sind wir also hier in unserem Gespräch angekommen, wie wir zusammengekommen sind, durch warum auch immer es so sein sollte. Wir lassen es einfach im Raum stehen, es sollte wohl so sein. Wir werden gucken, das ist ja auch was man uns irgendwie so aus diesem Gespräch mitnehmen kann oder auch aus deinen Erzählungen, dass manche Dinge irgendwie im Rückspiegel erst so zu verstehen sind. Also vielleicht ist jetzt macht alles keinen Sinn und vielleicht macht auch, weiß ich nicht, Mobbing macht natürlich nie Sinn, aber ja, es hat irgendwie ja immer irgendwo was, wenn man da über den Berg rüber ist, ja, dass man nächstes Mal einen höheren Berg vielleicht erklimmen kann sozusagen. Und jetzt möchte ich natürlich von dir wissen, wie geht's, also was jetzt ist jetzt und was ist, hast du Träume, Wünsche, was stellst du dir vor? Hast du Projekte? Was interessiert dich? Ich würde tatsächlich super gerne in die Richtung Mobbing weitergehen, mich da ausbilden lassen.
und an ja, Kinder vor allem, also Kinder, Jugendliche, wie man Jugendliche vielleicht nicht mal so, aber die Kleinen einfach, schon so Kindergarten, Grundschule, das Alter, einfach Mobbingprävention betreiben. Das wäre, also wenn ich mir vorstelle, wo ich in 10 Jahren bin, dann wäre ich gerne auf diesem Weg unterwegs. Verdienst du deine Kohle damit? Das wäre natürlich super, ne? Und hilfst gleichzeitig, das ist doch der Hammer. Das wäre super, zumal, ja, also ich habe auch gedacht, das fängt erst irgendwie Grundschule an, ist aber nicht der Fall. Durch meinen Sohn weiß ich leider, es fängt schon im Kindergarten an, dass die mobben. Natürlich nicht bewusst und nicht mit böser Absicht, aber es passiert. Ja. Und ich denke, je kleiner die sind, wenn die da schon ein Gespür für bekommen, umso besser. Und wenn es nur ist, dass sie sich dann vor jemanden stellen und sagen, nee, das ist gemein, was du machst. Ja, das wäre, also da hätte ich Lust drauf. Cool. Mal gucken, mal schauen. Ich bin gespannt. Also dich kann ja nichts aufhalten offensichtlich, ganz sicher. Wenig. Ach, wunderschön. Ich möchte mit dir noch kurz gleich also noch nicht auflegen, wenn wir jetzt das Gespräch beenden. Mhm. Aber gibt es noch was du sagen möchtest? Wir haben uns überhaupt nicht an unsere Fragen gehalten. Wir haben vorher so ein paar Fragen. Aber das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir hätten immer wieder in unseren roten Faden zurückgekommen. Aber gibt es noch was du gerne loswerden möchtest? Was ich vielleicht auch nicht gefragt habe, was ich, Was nee, eigentlich nicht. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ja, ich fand es auch. Und das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir in die Welt raustragen, dass die Rama-Familie an sich, glaube ich, gar nicht so gibt. So, dass jeder für sich seine eigene Rama-Familie machen darf. So. Und dass bunt eher am schönsten ist. Genau, absolut. Ja. Absolut. Und einfach auch, dass gerade frische Eltern, glaube ich, viel mehr und an die Hand genommen werden sollten. Das einfach, ja, es ist nicht immer alles schön. Als Eltern alles okay. Alles immer Zuckerwatte. Also ja. Ich, ganz ehrlich, ich vermisse es bestialisch, Single und nicht Mama zu sein. Es fehlt mir total, aber es wird nie wieder zurückkommen. Das weiß ich halt auch. Dennoch, fände ich das schade, wenn ich das nicht auch sagen dürfte. Wobei, also oftmals darf man das nicht, dann kommt ja hier dieses Mom-Bashing und so, ne? Aber das muss einfach aufhören. Ja, warum nehmen wir uns nicht gegenseitig an die Hand? Ja. Und helfen uns, statt uns da irgendwie gegenseitig niederzumachen, weil, weiß ich nicht, XY das anders macht, als man es selber machen würde. Ja. So, das fände ich schön, wenn sich da viel mehr an die Hand genommen werden würde. Me too. Ja. Ach, und ich denke, es ist auch an der Zeit und ich denke, es passiert ganz viel und jeder kann irgendwie auf jeden Fall, und das finde ich auch so wichtig, in seinem Mini-Kosmos, also auch wenn man sich so mit anderen unterhält, ja, ich verstehe, dass wir nicht auf Anhieb die Welt verändern können, aber in unserer kleinen Welt kann man schon was machen und dann können wir schon auch, und das habe ich auch doll gemerkt, wenn ich was bei mir verändere, also wirklich bei mir alleine, nicht versuche, meinen Mann zu verändern, schon gar nicht meine Kinder. Und wenn da irgendwie was passiert in die Richtung, wie es mir gut tut, dann passiert automatisch was mit meinem Umfeld. Das ist einfach so. Das ist ein universelles Gesetz, denke ich. Voll. Ja. Voll. Und ich glaube, wenn wir unseren Kindern das Beste, was wir können, mitgeben und sie zu denen, die guten Menschen werden lassen, von denen wir uns wünschen, dass sie es werden, dann haben wir schon ganz viel gemacht. Mhm. Unsere Generation hat dann vielleicht nicht mehr so viel davon, aber die nächste auf jeden Fall. Ja. So, und das ist ganz wichtig, denke ich. Das ist so schön. Ich mache jetzt hier einen Punkt, Janina. Aber bleib noch da. Mache ich. Ich freue mich, das mache ich jetzt nochmal abschließend. Ich habe, glaube ich, gesagt, dass ich das mega cool finde, dass ich mich freue auf Interviews auch noch mit anderen Eltern,
die eventuell so mutig und offen sind wie du. Und ich danke dir wirklich für deine Ehrlichkeit und dass du das geteilt hast. Und ich bin sicher, dass, ja, dass du nicht alleine bist. Und ja, ich hoffe, dass du auch so ein Netzwerk für dich hast. Hast du so ein Netzwerk auch für dich? Gibt es Netzwerke, das möchte ich doch noch fragen, gibt es gute Netzwerke, die... Der Endometriose betroffen ist? Toll. Also habe ich vorher auch nicht gedacht, seit ich bei Instagram bin, bin ich sehr, sehr glücklich. Also tatsächlich ist das Endometriose-Netzwerk bei Instagram der Hauptgrund, warum ich noch dort bin. Ja. So. Also das da ist wirklich, ich kann das sehr empfehlen. Da gibt es unglaublich viele Betroffene, die auch ganz offen darüber sprechen, die auch ja, quasi ihre komplette Freizeit dafür investieren, laut zu werden. Und ne, also man wird dort immer, immer herzlich aufgenommen. Ich habe noch nie irgendwie Mobbing oder so zwischen Betroffenen mitbekommen. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Gruppe. Cool. Mhm. Vielleicht kannst du mir den Link auch nochmal schicken von Instagram oder mal so eine Anlaufstelle, dass wir das auch nochmal mit in die Shownotes machen. Mhm. Ja. Ja. Cool. Ich danke dir. Ich danke und, dir. Ich wünsche allen, die zuhören und zugehört haben und eventuell noch zuhören, dass ja, ihr was für euch mitnehmen konntet. Und ich freue mich auch natürlich über Kommentare oder übers Vernetzen. Vielleicht habt ihr Fragen auch an Janina, weil das ist ja auch der Punkt, wir können ja alle was geben durch unsere Erfahrung. Und das ist alles sehr, 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 sehr wertvoll. Und deswegen in dem Sinne, schreibt einfach Janina. Gerne. Ja. Sehr schön. Dann einen schönen Abend noch. Tschüssi. Tschüss.